10 Minuten Plus Video, ihr wisst, was das heißt. Aktiviert euren Adblocker, meine Freunde, denn jetzt kommt wieder vermehrt Werbung. Viel Spaß beim Video. Einen wunderschönen, ich grüße euch wieder recht herzlich zu Danny the Greek, meine lieben Spartiaten und Spartiatinnen. Hashtag DTG300, wenn du auch ein richtiger Spartiat bist. Heute geht es um den YouTuber AslanBackTV und den habe ich gar nicht selber mal gefunden, sondern in meinem Livestream zusammen mit der Community wurde er mir vorgeschlagen. Grüße gehen raus an Ömer, der so gut war, uns dieses Juwel und Prachtexemplar vorzustellen bzw. uns überhaupt, ja, zu zeigen, dass dieser YouTuber existiert. Speziell möchte ich über das Video reden von ihm, was da heißt, Freundin kriegt für jeden Kill 100 Euro und man sieht auch im Thumbnail ganz klar, es handelt sich natürlich um Fortnite, was denn auch sonst. Momentan ist ja dieses Spiel extrem, egal wo, egal in welchem Bereich, am Hypen. Und da gibt es dann halt natürlich auch Reactions, beziehungsweise, oder neuerdings ist es halt ein neuer Trend geworden. Man nimmt Freundin oder Schwester oder demnächst vielleicht auch die Oma oder den Opa oder vielleicht auch der Hund, keine Ahnung, die dann irgendwie das Spiel spielen und die YouTuber dementsprechend dann darauf reacten, wie diesejenigen Leute spielen. Und in diesem Video soll halt die Freundin von AslanBackTV pro Kill halt die 100 Euro kassieren. Und als ich das Video gestartet habe im Livestream und... Leute, glaubst du, ich bin gar nicht hingegangen mit dem Gedanken, wir entdecken jetzt irgendwie hier ein Fake oder es ist irgendwie, wo wir jetzt was finden müssen oder sonst irgendwas. Ist uns schon zu Beginn aufgefallen, nach dem ersten Kill, dass das Gameplay gar nicht irgendwie stimmt. Denn die Freundin hat nach dem ersten Kill halt noch gefeiert, hat den Controller hochgehalten, hat gar nicht mehr ins Spiel mehr reingeschaut. Also man konnte es halt ganz klar erkennen. Und die Figur lief halt ganz normal weiter, als wäre halt nichts gewesen und visierte schon den nächsten an, um ihn auch zu killen. Oh mein Gott, das war das! Nein! Was? Ja, und kurz darauf, und man muss nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte sein, um zu verstehen, dass dieses Gameplay nicht von der Freundin ist und dass sie auch keine 17 Kills in einer Runde geschafft hat, sondern im Nachhinein hat sich halt herausgestellt, dass dieses Gameplay von AslanBack selbst gespielt wurde. Einzige Sache war halt gewesen, dass dieses Gameplay im Anschluss dann die Freundin fake-mäßig gespielt hat und AslanBackTV darauf reagiert hat, wie die Freundin die Kills macht. Was im Endeffekt halt eigentlich ein kompletter Bullshit gewesen ist, denn eigentlich hat Aslan auf seine Kills reagiert, die er schon vor Tagen oder am Vormittag oder wann auch immer getätigt hat. Ja, was im Anschluss im Thumbnail noch steht oder was er noch in der Infobox stehen hat, da komme ich auch noch gleich zu. Also unterm Strich haben wir jetzt einen YouTuber, der selbst dieses Gameplay erspielt hat und es auch aufgenommen hat. Und merkt euch bitte, dass er das Gameplay aufgenommen hat. Im Anschluss hat er dann dazu die Freundin genommen und sie halt einfach schauspielern lassen, dass sie halt dieses Gameplay selbst spielt, damit die Leute, damit die Kiddies einfach sagen, wow, geil, 17 Kills, what the fuck? Zusätzlich reagiert er extremst teilweise theatralisch, weil es natürlich irgendwo eine krasse Reaktion dann auch sein muss, wenn die Freundin, die sonst nie Fortnite spielt, auf einmal Leute killt, ist ja natürlich dann klar, dass man extremst ausrasten kann und sagen kann, boah, krass, was, wie bist du denn drauf? Die macht da einen Headshot nach dem anderen, krasse Sache. Ist klar, dass dann halt natürlich dementsprechend die Reaktionen extremer halt auch ausfallen können, die dann halt auch natürlich glaubhaft rüberkommen. Aber im Endeffekt reagiert er auf sein eigenes Gameplay, wo er extremst ausrastet, extremst durchdreht und einfach nur komplett irgendwie sprachlos ist, was dort passiert. Obwohl es seine eigenen Kills sind. Kommt man sich da nicht so ein bisschen komplett behindert vor? Die noch interessantere Frage, die ich mir jetzt hier stelle, ist, es gab ja die Richtlinien von YouTube, die halt besagen, keine irreführende Titel. Und versteh mich bitte nicht falsch, ich möchte ja gar nicht irgendwie, dass ihm jetzt geschadet wird. Ich möchte nicht, dass er jetzt irgendwie auf die Fresse bekommt, virtuell gesehen. Ich frage mich halt aber immer wieder nur, es gibt Leute, die anscheinend selbst so etwas faken, was halt komplett banal ist. Es ist letztendlich aber ein Fake. Und es gibt andere Leute, die wirklich sich den Arsch aufreißen und irgendwas nicht gestimmt hat und aufgrund dessen ihr kompletter Kanal gelöscht wird von YouTube. Und dann kommen wir zu dem Punkt mit dem Text in der Infobox. Und da kann ich jetzt natürlich nicht beweisen, aber es ist mir letztendlich auch scheißegal, ob er es im Anschluss, nachdem die Leute gemerkt haben, dass das alles Fake ist, reingeklatscht hat oder ob er bewusst von vornherein, nachdem das Video hochgeladen wurde, direkt diesen Text verwendet hat, um zu sagen, yo Leute, schaut mal, das ist kein echtes Gameplay, das habe ich einfach alles nur nachgestellt mit der Frau
um halt einfach ein cooles Reaction-Video zu produzieren. Aber auch der Text, wenn man sich das Ganze durchliest, und zwar, das Video dient nur zur Unterhaltung und ist nicht ernst gemeint. Das Gameplay wurde von mir erspielt und wir wollten euch nur ein cooles Gameplay mit coolen Reaction zeigen, die ich nicht aufgenommen hatte, als ich das Gameplay erspielt habe. Und dass du da drüber Links hast, wo du deine YouTube-Community, die wahrscheinlich auch noch ziemlich jung ist, zu einer Betting-Seite schickst, fange ich erst gar nicht an. Oh mein Gott. So jetzt, also easy, es geht so. Deshalb macht es oft im Link, aber ja, verwendet den Link. Und ja, viel Spaß beim Geldgewinn. Ciao. Aber du hast bewusst dieses Gameplay aufgenommen. Sprich, du hast dir Gedanken gemacht, ich zocke jetzt Fortnite und nehme mein Gameplay auf, wie ich dort spiele. Es kann natürlich dann sein, dass er im Nachhinein sich gedacht hat, yo, das Gameplay war eigentlich so geil gewesen, ich habe so krasse Kills gemacht, daraus muss ich jetzt irgendwie was machen. Ob es so gewesen ist oder ob er bewusst von vornherein gesagt hat, ich nehme jetzt ein geiles Gameplay auf und generiere enorm viele Klicks, indem ich das aussehen lasse, dass meine Freundin da gespielt hat, das weiß ich nicht. Ist mir auch letztendlich irgendwo egal. Ich möchte jetzt nicht so tief graben und danach irgendwelche Wahrheiten und Fakten, keine Ahnung was finden, sondern ich finde halt einfach fragwürdig diese ganze Art und Weise, wie man vorgeht, wie man halt teilweise diesen Clickbait betreibt, wie man Klicks generiert und wie man dann, wenn man konfrontiert wird von der eigenen Community, die dann halt sagt, yo, was ist das für eine Scheiße, das ist doch alles gefaked, dass man im Anschluss noch zusätzlich ein Video macht, um sich nochmal zu erklären. Aber was will man da erklären? Wenn die Community sagt, yo, fanden wir scheiße, war nicht so cool, und man trotzdem krampfhaft versucht irgendwie zu sagen, yo, aber ich hab doch in der Infobox geschrieben, es war doch nur zur Unterhaltung und blabliblub. Ich frag mich halt an dieser Stelle auch, wieso kann man denn nicht irgendwie anders das Ganze gestalten? Wieso kann man denn nicht wirklich so ein echtes Reaction-Video machen, wo die Freundin wirklich spielt? Es entstehen bestimmt auch dort lustige Szenen, ja, und das muss man zum Beispiel nicht faken. Wenn man kreativ ist auf YouTube, kann man auch guten Stuff produzieren. Man muss nicht unbedingt etwas faken, um irgendwie coole Reactions zu haben oder auch, ja, dementsprechend das Ganze so zu, ja, gestalten, dass die Leute sagen, boah, krass. Das ist halt wieder so ein Beispiel, wo man halt sehen kann, was ich halt auch in meinem Video gesagt habe, was halt Sinn ergibt, wenn die Zuschauer es nicht feiern, dann werden die YouTuber auch dementsprechend natürlich nicht diese Formate weiterhin produzieren. Deswegen sage ich halt immer, wenn die Zuschauer etwas nicht cool finden und es auch dementsprechend auch zeigen und sich nicht damit zufrieden geben, irgendein Fake, ja, gezeigt zu bekommen, präsentiert zu bekommen, dann werden die YouTuber dementsprechend natürlich auch, ja, Maßnahmen ergreifen, um vielleicht das nächste Mal besser zu machen, um eventuell keine Fakes mehr zu produzieren oder auch generell euch anderweitig irgendwie, ja, zu überzeugen, dass sie halt kreativ sind. Was nicht unbedingt für jeden YouTuber zutrifft, dass er kreativ ist. Es gab noch ein weiteres Video auf seinem Kanal, was halt meiner Meinung nach zeigt, dass er irgendwie gerne schauspielern möchte, dass er gerne mal auch ein paar Fakes zeigen möchte und dass er auch sich nicht zu schade ist, um einen Menschen, der gestorben ist, dafür zu verwenden, Klicks auf Nacken zu generieren. Es geht um den Rapper XXXTentacion und ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Er nutzt quasi ihn für Klicks und ich kann es nachvollziehen, wenn Leute um jemanden trauern, ja, und auch wenn es zum Beispiel Stars gibt, die einem irgendwie Hoffnung, Kraft oder sonst was gegeben haben, um die man dann halt trauert, kann ich nachvollziehen und ist auch absolut okay. Und generell zu trauern ist sowieso, ne, da will ich auch gar nichts gegen sagen. Aber wenn man die Reaktion, dass teilweise wie er in seinem Video theatralisch dort seine Trauer zeigt, da hat man das Gefühl, der ist irgendwie nicht irgendwie ein Star gestorben, sondern irgendwie sein eigener Vater oder Mutter. Ich meine, ist dieser kleine Zusammenbruch in seinem Video real? Ich werde versuchen, nicht zu weinen. Zweiter Tag. Dritter Tag. Vierter Tag. Wie gesagt, ich will ihm jetzt auch da nicht unterstellen, dass er das alles faked, aber könnt ihr selbst, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, glaubt ihr selbst, dass diese Gefühle, diese Emotionen, die er in diesem Video da zeigt, dass die real sind? Für mich am Arsch. Genauso wie er krampfhaft versucht, irgendwie einen Rap-Song für zu Ehren XXXTentacion rauszubringen, ich denke mir halt einfach, was ist das?
wer nicht depressiv ist. Ey, ey, ey. Denn Jesse wird nicht wollen, ja. Denn Jesse wird nicht wollen, ja. Ernsthaft? Ich weiß nicht, was das soll. Ich frage mich auch selbst immer, und das sage ich auch immer in meinem Stream, was zum Teufel denkt sich dann denn seine Freundin oder seine Familie, wenn sie diese Videos sehen, generell diese von der Reaktion oder auch bei diesem Rap-Song, was sagt denn seine Freundin zu ihm? Yolo, Schatz, das ist geil, das musst du unbedingt droppen, das wird auf jeden Fall dein Durchbruch in der Musikbranche. Seid doch auch mal kritisch zu euren eigenen Menschen und sagt, yo, das ist scheiße, Mann, lösch die Kacke. Nein, stattdessen wird das gedroppt und dann beschwert man sich auch noch, wenn die Leute das nicht feiern und nicht cool finden oder keine Ahnung, dann werden manchmal auch die Bewertungen ausgeschaltet oder die Kommentare werden ausgeschaltet. Whatever. Ja, das war's auch schon wieder von mir gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr könnt das gerne liken. Ihr könnt gerne eure Meinung reinschreiben, wie ihr das Ganze seht. Generell, glaubt ihr diese Emotionen? Wie sieht ihr das mit den Fakes? Dies, das, Ananas. Und wenn ihr mich supporten wollt, ihr wisst, unten drunter Affiliate-Links, Los Pollos Hermanos, richtig ausgesprochen diesmal, oder die rote Cap oder auch andere Sachen. Bald ist auf jeden Fall Prime Day, wenn ihr mich supporten wollt, über die Affiliate-Links unten in der Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die nächste Woche. Haut ihr rein, bleibt ihr rein, macht es gut, schwingt ihr gut. Euer Danny the Greek und ich bin offline.